Guten Tag, Freunde der Légion étrangère. Die meisten Menschen lassen sich von der Angst durchs Leben treiben. Wahre Abenteurer vom Monsun. Und genau in diesem Sinne führe ich Sie heute mit meinen Erzählungen auf eine Grenzpatrouille in den Norden Dschibutis an die äthiopische Grenze. Bleiben Sie am Ball, wenn es nach der Bildspur heißt Brothers Nummer 13. Bis gleich. Wir organisierten unsere Grenzpatrouille in den Norden Dschibutis im Camp Amilakwai. Es war geplant, dass wir mit dem ganzen Zug ausrückten. Der ganze Zug in diesem Fall, das hieß 42 Mann, der Zugführer mit seinem Zugtrupp, die Gruppen 1, 2, 3. Jede Gruppe angeführt von einem Sergeant, von einem Unteroffizier, der zur Unterstützung zwei Kaporale hatte, zwei Ober- oder Hauptgefreite. Und dann eben die einfachen Legionäre. Die Fahrzeuge waren einmal ein Pickup, Fahrzeug, leichtes Fahrzeug, das den Willis Jeep abgelöst hatte. Und für den Rest diese Velara oder Dodge, das waren leichte Truppentransportfahrzeuge der Gruppen. Wir mussten mitführen die ganzen Kollektivwaffen, denn wir waren die schnelle Eingreiftruppe zu dieser Zeit, Quick Reaction Force, und zu den schweren Waffen zählten natürlich das schwere MG, die Browning 12-7, die leichteren MGs AA 52, AA 52, 7,5 mm und natürlich die Panzerfäuste LRAC. Die ganze Munition für diese Armada von Waffen musste natürlich auch auf den Fahrzeugen Platz finden. Es wurde sehr eng, denn jeder Legionär hatte auf dem Fahrzeug auch seinen Rucksack dabei. Zur Erinnerung, 2 Wochen Gelände, da muss man einiges mitführen. Wir mussten eine Menge an Wasser dabei haben, 7 Liter pro Mann pro Tag. Zu diesem Zweck waren die Wellerer ausgerüstet mit einem zusätzlichen Wassertank von 200 Liter und wir führten mit natürlich für 10 Tage Vivre Frais, das heißt für 10 Tage Verpflegung frisch. Dieses Fleisch, Gemüse, Obst, Getränke etc. wurde gelagert in Isotherms. Isotherms, das waren mitführbare Kühlschränke, weiße Kästen, 1 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter, in dem Eis eingelagert war, und dort hielten sich all diese Frischwaren mindestens eine Woche lang. Gut. In diesem Sinne brachen wir eines Morgens auf Richtung Dschibuti Hafen. Dort gab es eine kurze Wartezeit, 2, 3, 4, 5 Stunden, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, und schon waren wir unterwegs
über den Golf von Aden. Wir schifften tatsächlich ein auf LCT oder auf LCM. Das waren die alten Landungsboote, Überbleibsel der der amerikanischen Armee in Fakt. Denn wenn man sie ansah, kamen automatisch Erinnerungen von die Normandie hervor. Die erste Etappe war Tadjoura oder Tadjoura-la-Blanche, die weiße Stadt. Warum? Weil eben hier jedes noch so kleinste Haus mit weißem Kalk bemalt war. Tadjoura war auch einstiger Umschlagsplatz für den arabischen Sklavenhandel. Bis hier wurden die schwarzen Sklaven gefangen, überall auf afrikanischen Kontinent geschafft. Einige wurden auserwählt als Eunuchen. Vor Ort fand die Kastration statt. Die Eunuchen, so kastriert, wurden bis zu den Hüften in den schwarzen Lavasand eingegraben. Viele verendeten elendig bei dieser Tortur. Danach ging es für diese Sklaven weiter über den Golf von Aden, in den Jemen, nach Saudi-Arabien, in den Iran oder in den Irak. Ein trauriges Kapitel arabischer oder afrikanischer Geschichte fand in Tadjoura statt. Von Tadjoura aus ging es am nächsten Tag weiter nach Obok. Hier besuchten wir das Haus meines Lieblingsschriftstellers Henri de Montfreid. Henri de Montfreid, ein großer Schriftsteller, ein noch größerer Abenteurer. Und wir besuchten die Stätte, in der Dichter Arthur Rimbaud seinen Sitz hatte. Beiden sagte man Waffenschmuggel nach, Menschenhandel, alles was so am Rande der Illegalität eben in diesen Ländern stattfand. Kurzer Aufenthalt in Obok und schon waren wir wieder unterwegs Richtung Norden, Richtung Koanga, weiter Richtung Ras Sian. Ich möchte noch hinzufügen, dass kurz vorher die Fremdenlegion in Obok noch tatsächlich, Obok eine Stadt, die von einem Sultan noch verwaltet wurde, einen Außenposten hatte. Die alten Fremdenlegionäre können sich sicherlich noch an den Post Obok erinnern. Kurz bevor wir den Ras Sian erreichten, machten wir am Meer ein Biwak. Der Chef ließ mich zu sich rufen. Ich war Caporal de Jour. Das heißt, verantwortlich für den ganzen Ablauf, für die Verpflegung, für das Essen dieses Tages. Und sagte zu mir, Gast, heute Abend gibt es Fisch. Ich fragte, welchen Fisch? Ich wusste, dass wir in unseren Isotherms keinen Fisch gelagert hatten. Und dann sagte er, lass deine Gruppe heute Abend kurz vor Sonnenuntergang antreten. Wir werden den Fisch fangen. Nun, meine Gruppe trat an, der Chef kam, er suchte unter der ganzen Masse der Legionären, waren nur 10 Mann, den besten Schwimmer aus. Er fragte vorher nach Freiwilligen, natürlich schnellten alle Finger in die Höhe. Freiwillig bei der Legion ist man immer, auch wenn man noch nicht weiß, um was es denn geht. Doch, er suchte sich Tong aus, weil Tong eben saugut schwimmen konnte, und er erklärte ihm, was er denn von Tong erwartete. Er hatte einen Eimer dabei. Und in dem Eimer war Fleisch, blutige Fleischbrocken. Er hatte einen großen Angelhaken dabei und ein 50 Meter Seil. Nun musste der arme Tom einen der blutigen Fleischbrocken auf den Angelhaken stecken, diesen mit dem Seil verbinden und hinausschwimmen mit diesem makabren Schatz ins Meer. Es war bereits dunkel und die Region war bekannt für ihre aggressive Haifischpopulation. Wir standen am Rande der Rest der Gruppe und hofften und bangten. Tong war bald schon in der Nacht verschwunden. Im Hintergrund rechts von uns hörte man die Nachbargruppen singen, Masari Marie oder La Petite Piste. Das interessierte uns wenig, wir nahmen es nur wahr, denn unser ganzen Gedanken war bei Kamerad Tong. Mehrmals zappelte und zog das Seil in unseren Händen. Wir hörten es plätschern, zählten die Minuten. Und dann, nach 5, 6, 7 Minuten, kam Tong
zurück an Land. Er hatte Augen groß wie Suppenteller und sagte: Chef, nie wieder. Da draußen sind hunderte von Haifischen. Wir banden das Seil an einen Wellerer, an die Stoßstange eines Wellerers, der dann zurückfuhr, und tatsächlich hing am Ende des Seils ein großer Haifisch, den wir dann auch verspeisten und mit einigen Kronenburg-Biers diesen Bissen hinunterspülten. Wieder einen Tag später, wir waren bereits am Rassian anbelangt, machten wir unser Endbiwak. Wir hatten die Grenze nach Äthiopien erreicht. Der Rassian war ein isolierter Berg, der sehr steil in die Höhe schoss, und ich ließ es mir natürlich nicht nehmen, ihn allein zu besteigen. In der Dämmerung und als ich da oben stand und über den Bab el Mandeb, über das Tor der Tränen blickte, die Insel Parim, um die das Meer tobte vor Augen, oder der Set Freer, die sieben Brüder, kleine Inseln im Tor der Tränen, am Horizont den Jemen. Da sagte ich mir, ja, das ist der Sinn des Lebens, das hier erleben zu dürfen. Dieses letzte Abenteuer unserer Zeit erleben zu dürfen, das ist der Sinn des Lebens. Und ich weiß nicht, ob Sie mir in meinen Gedankengängen folgen können. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, Sie bei der nächsten Ausgabe von Brothers wieder begrüßen zu dürfen. Amitié Légionnaire, Ihr Thomas Brothers.